Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Moin, ich bin Tarek Abdallah, spiele beim SC Viktoria Hamburg in der U19 und stelle euch heute meine Traumelf vor. Meine Traumelf besteht aus Spielern, mit denen ich in meiner Jugendkarriere zusammengespielt habe. Einige davon von Viktoria und einige von Niendorf, die jetzt andere Wege gefunden haben. Ich fange an im Tor. Das ist mein langer Torwart bei Niendorf gewesen, Marvis Kreitling. Das ist ein extrem starker Torwart, besonders auf der Linie. Kann aber auch gut mitspielen und hat lange Zeit, also spielt immer noch für die kanadische Nationalmannschaft, für die Jugendnationalmannschaft. Und ist jetzt gerade nach Österreich gewechselt, soweit ich weiß. Dann mein Linksverteidiger ist Stjepan Vego, einer unserer Oberligaspieler, der auch lange Jahre mit mir bei Niendorf gespielt hat und auch jetzt bei Vicky die Übergangszeit mit mir gespielt hat. Ist ein super schneller Linksverteidiger mit einem mega guten Antritt und kann sich besonders gut im 1 gegen 1 durchsetzen. Und das Eins, was er richtig stark kann, sind seine überragenden Grätschen, mit denen er schon viele Außenspieler zur Verzweiflung gebracht hat. Dann haben wir eine Innenverteidigung, das ist Conor Mokandran, mit dem habe ich auch bei Niendorf lange Zeit zusammengespielt. Das ist ein super ruhiger und im Spielaufbau starker Innenverteidiger, der ein bisschen so das Franz Beckenbauer-Gehen hat, indem er den Ball erobert vom Stürmer, ohne jegliche Zweikämpfe einzugehen. Mein zweiter Innenverteidiger ist Leon Mundtenk, auch Ex-Niendorfer, jetzt beim HSV in der U19. Er strahlt einfach eine enorme Sicherheit aus und ist auch extrem schnell als Innenverteidiger und weiß, wie er die Stürmer zur Verzweiflung bringt. Meine Viererkette komplettiert Lukas Neweger. Das ist einer meiner jetzigen Mitspieler beim SC Viktoria. Ist ein super schneller und super flinker Rechtsverteidiger und kann mit seinen kleinen Tricks, die er manchmal so einbaut, für ganz lustige Momente im Spiel sorgen. Auf der 6 habe ich mich entschieden für Mustafa Ercetin, mit dem ich auch bei Niendorf zusammengespielt habe, der jetzt auch beim HSV in der U19 spielt. Das ist einfach ein Typ, der ist sowohl bullig und kann die Zweikämpfe gewinnen, aber auch ein extrem guter Spieler, indem er das Spiel lenkt und ein extrem starkes Spielaufbau hat. Links außen spielt bei mir Frederik Neumann, den habe ich auch lange Zeit bei Niendorf gespielt, der war auch mit mir ein Jahr bei Viktoria letztes Jahr und spielt jetzt beim SV Eichede. Ist ein guter Spieler, hat Tempo und ist unsere Laufmaschine. Auf der 10 habe ich mich für zwei Spieler entschieden und zwar Finn Schütt. Das ist der 99er, der bei uns in der A-Jugend mitspielt und einfach ein überragender Fußballer ist, weil er halt weiß, wie man den Stürmer richtig einsetzt und einfach auf dieser Position, einfach für diese Position geboren ist. Daneben Nico Krug, einer meiner richtig engen Freunde, mit denen ich auch lange Jahre in Niendorf gespielt habe. Und er weiß dann einfach, wo ich stehe, er weiß, wem ich einsetzen kann und das passt einfach perfekt. Rechts ist Daniel Giardini, auch aus der Oberliga, der eigentlich zunächst für uns spielen sollte, aber glücklicherweise, was ich ihm auch gönne, den Sprung in die Herren geschafft hat. Und ich habe zwar nicht oft mit ihm gespielt, aber wenn ich mit ihm gespielt habe, dann war es super nett und super gut, weil er einer ist, der auch vorm Tor uneingützig ist und gerne querlegt. Weil es meine Traumelf ist, habe ich mich für vorne natürlich für mich selber entschieden. Und ich bin halt dazu da, um die Tore zu machen, wenn ich meine Spieler gut einsetzen. Und dann denke ich, dass wir so unschlagbar sind in meinem 4-1-4-1-System. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.